Hallo, willkommen zurück zu Buffon 3. Ja, beim letzten Mal ist das Spiel ja gecrashed. Ich hoffe mal, dass es diesmal weiterläuft und nicht wieder abschmiert, wenn man in den Raum gehen. Drückt die Daumen. Okay. Jetzt läuft es endlich. Okay. Ich packte den Ring am Fuß der Stange. Jetzt konnte ich den Kristall jeweils um 90 Grad weiterdrehen. Durch Drehen des Kristalls ließ sich der Energiestrahl zum nächsten Kristall lenken. Na, mal sehen, ob ich das richtig mache oder ob das nicht funktioniert. Okay. Okay. Die Maschine war viel zu groß und schwer, um sie mit bloßen Händen zu bewegen. Ah, okay, ich verstehe. Wir müssen alle von diesem Pin müssen wir unter Strom setzen. Das wird nicht einfach. Okay. Ja, Problem ist, es ist eher da hinten wieder nicht getroffen. Problem ist, er hier muss den anleuchten. Der muss auf jeden Fall den anleuchten. Ich denke mal, der hier wird Richtung Tür leuchten müssen. Ah. Okay. Das ist interessant. Sagen wir, gehen mal kurz nach oben gucken. Hey Nico. Okay. Gut, also das haben wir schon mal richtig gemacht. Ich denke mal, wir werden Nico Hey brauchen. Nico. Mit diesen Kristallen kann man die Energiestrahlen umlenken. Weißt du was? Vor einer Woche hätte ich das alles nicht geglaubt. Ich auch nicht. Wenn man ein Feld aktiviert, leuchtet eine Seite des Symbols da drüben auf. Jedes Feld steht mit einer anderen Seite des Symbols in Verbindung. Und wenn wir beide zugleich bedienen? Das ist einen Versuch wert.
Ah, okay, ich verstehe, ich verstehe. Da lang, da lang, da lang. Blödsinn. Da war doch was mit Strahlumkehren. Ich denke mal, das müssen wir machen, dass wir den quasi wieder wegziehen, den Stein. Momentan drückt der Strahl den Stein ja. Gut, der Strahl drückt jetzt gegen den Stein. Das heißt, wir gehen jetzt mal kurz zurück und stellen wieder auf Schieben. Ja, läuft noch. Ja, seit den letzten Crashs bin ich da ehrlich gesagt ein bisschen unsicher. Mit Hilfe des Gerätes ließ sich die Richtung des Energiestroms umkehren. Rein theoretisch müsste jetzt die andere Schalttafel frei sein und da heißt es gleichzeitig drücken. Genau. Das war nämlich genau das, was ich vermutet habe. Also doch gar nicht so kompliziert. Okay, Nico, fertig? 3, 2, 1, los! Weißt du was? Wir beide sind gar nicht so schlecht, Nico. Unschlagbar, George. So, ich würde sagen, jetzt gucken wir mal, dass wir die liebe Nico da befreit kriegen. Das heißt, wir werden mal eben kurz nochmal den Strahl wieder umkehren. Wie so schön hieß bei Ghostbusters nicht, die Ströme kreuzen. Ob das hier einen Effekt hat, keine Ahnung. Aber bis jetzt habe ich nicht gesehen, dass da irgendwas passiert ist. Mit Hilfe des Gerätes ließ sich die Richtung des Energiestroms umkehren. So, jetzt sollte auch die Nico durchkommen. Und ich würde sagen, den einen Strahl müssen wir wieder umleiten durch die Tür. Gar nicht mal so dumm, gar nicht mal so dumm. Oh, für den Fall, dass wieder was crasht. Ja, ihr seht schon, ich habe relativ viele Saves. Es gab da hier und da ein paar Probleme. Ah, da oben geht auf jeden Fall weiter. Oh, Erdbeben. Oh Gott, es wird immer schlimmer. Wir müssen uns beeilen, sonst kracht hier alles zusammen. Laufen, 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 laufen. Sieht nämlich alles nicht besonders robust aus. Ich spüre die Kraft, George. Wir müssen jetzt ganz in der Nähe sein. Glaubst du, wir müssen da durch? Ja. Nico, ich muss dir etwas sagen. Wenn mir etwas passiert, ja? Kannst du meine Tim und Struppi-Sammlung haben. Danke, George. Ich bin gerührt. Ach, George. Die Wandtafel hat eine Vertiefung. Siehst du das Blitzsymbol?
Für die Tafel braucht man einen Schlüssel. Was ist mit dem Typen, den wir gefunden haben? Der durchlöcherte? Vielleicht war er besser ausgerüstet als wir. Es nützt nichts, sie zu berühren, aber sie fühlt sich angenehm an. Das würde ich auf keinen Fall tun. Es gab keinen Grund, das zu versuchen. Nichts rührte sich. Ich kann mir nicht vorstellen, wie man das öffnet. So, hast du eine Idee, was wir jetzt tun sollen? Wir müssen durch diese Tür da drüben, George. Nein, im Ernst? Hier muss es irgendwo etwas geben, das uns hilft, dort hineinzukommen. Ja, wir brauchen ein Symbol, das wir nicht haben. Verdammt. Ich sag nicht, wir müssen wieder den ganzen Weg zurücklatschen. Das große Problem bei Blindspielen ist, man hängt dann mal ganz schnell irgendwo an der Stelle. Gut, dafür ist hier eine Abkürzung. Da wollte ich lieber nicht hineinfassen. Die Stange war durch die Explosion aus der Maschine des Erfinders geschleudert worden. Das war keine besonders gute Idee. Ah, okay, ich verstehe, ich verstehe. Okay, jetzt kommen auch die Steine zum Einsatz. Auf die Idee hätte ich eigentlich früher kommen können. Puh, das war knapp. Ah, okay, ich verstehe. Naja, bin ja gar nicht so blöd. Nur manchmal was langsam. Hätte ich ja nicht früher drauf kommen müssen. George! Ist ja gut, dass ihr kilometerweit entfernt mitbekommen habt, aber okay. Okay, kleiner Denkfehler. Mein Fehler. Ich muss dazu sagen, die Aufnahme passiert jetzt gerade relativ spät in der Nacht, mal wieder. Aber momentan komme ich einfach nicht zum Aufnehmen. Ich traue dem Raten hier nicht, ich schieb mal lieber eins weiter.
Uah, da dreht sich mir der Magen um. Da ist ein Stück Stoff mit einer Art Wappen drauf. Hey, da ist etwas drin. Sonst hatte er nichts bei sich. Noch eine Leiche. Okay. Habt ihr wenigstens die Todessequenz auch mal gesehen, weil ich mal wieder ein bisschen doof war? Aha. Gut, es gibt noch mehr Arten zu sterben, aber alle will ich jetzt nicht unbedingt zeigen. Ich kann mir vorstellen, dass der Rückweg sehr unangenehm werden wird. Ich hoffe mal nicht, dass das Spiel nach jeder Aufnahme crasht, dass ich dann irgendwie, ich sag mal, etwas angenehmer Let's Playen kann, weil das ist nicht ein bisschen schade, weil das Spiel ist, finde ich, bis jetzt richtig gut. Der Humor ist wie gewohnt, die Charaktere, auch wenn die jetzt in 3D gewandt, passen immer noch super. Ich faltete den Stoff vorsichtig auseinander. Es war eine Art Stola mit einem gestickten Wappen. Darin war eine Metallscheibe eingewickelt. Sie war mit einem Blitzsymbol verziert. Ah. So, hast du eine Idee, was wir jetzt tun sollen? Wir müssen durch diese Tür da drüben, George. Nein, im Ernst? Hier muss es irgendwo etwas geben, das uns hilft, dort hineinzukommen. Ich kann schon verstehen, was George da für eine Reaktion zeigt. Ich glaube, es hat funktioniert. Nein! Die Scheibe war noch warm. Es nützt nichts, sie zu berühren, aber sie fühlt sich angenehm an. Ich glaube, es hat funktioniert. So nicht. Mist! Die Scheibe passt anscheinend, aber sie fällt einfach raus. Die Scheibe war noch warm. Die Scheibe passt in die Vertiefung, aber sie fällt dauernd raus. Hast du versucht, sie festzuhalten? So, hast du eine Idee, was wir jetzt tun sollen? Wir müssen durch diese Tür da drüben, George. Nein, im Ernst? Hier muss es irgendwo etwas geben, das uns hilft, dort hineinzukommen. Ah, ich wollte eigentlich Nico fragen. So nicht. Ich glaube, es hat funktioniert. Das würde ich nicht tun. Mist! Die Scheibe passt anscheinend, aber sie fällt einfach raus. Die Scheibe war noch warm. Moment. Es gab keinen Grund, das zu versuchen. Erst musste ich die Scheibe wieder in die Vertiefung schieben. Ah, okay. Anscheinend muss ich dann das da drüber packen. Okay. Ich glaube, es hat funktioniert. Mist! Die Scheibe passt anscheinend, aber sie fällt einfach raus. Es nützt nichts, sie zu berühren, aber sie fühlt sich angenehm an. Depp, du sollst hier da unten das Ding wieder aufheben. Eieieiei. Die Scheibe war noch warm. Oh, ich sollte das Ding hier von der Position her erstmal austauschen. Ich glaube, es hat funktioniert. Ich kann nicht gleichzeitig die Scheibe halten und durch die Tür gehen. Nico? Ja, George? Ach, jetzt kommt er auf die Idee, weil ich die ganze Zeit versucht habe. Hier, Nico, nimm das Tuch. Damit kannst du die Metallscheibe festhalten. Und was machst du? Ich gehe durch die Tür und sehe mich mal um.
Alles klar, George. Beeil dich. Es war ungeheuerlich, genau wie bei der Kraftquelle in Paris. Das ist schon mega geil gemacht, das Ganze. Da war eine Energiesäule. Und wieder hielt sie in ihrem Strahl einen Stein. Ich fragte mich, ob dies auch ein Schlüssel war, genau wie der Omega-Stein. Mit Sicherheit. Was ist passiert? Es war wie in Paris, nur ohne Blutvergießen. Ja? Ich habe noch einen Stein. Und weißt du was? Er trägt ein Symbol, ein Alpha-Zeichen. Okay, ich denke mal, wir müssen raus. Ich habe aber irgendwie das Gefühl, dass was passiert. Halt, keine Bewegung, Stobart. Und Sie auch. Tja, Nico, wenn das nicht deine Partnerin aus der kleinen Show in Paris ist. Und sie spielt immer noch dieselbe Rolle, wie ich sehe. Vielleicht verfolgt sie dich. Schnauze! Alle beide! Her mit dem Schlüssel! Der Schlüssel? Oh, ich vergesse ständig Schlüssel. Sie müssen mein Gedächtnis auffrischen. Welchen Schlüssel meinen Sie? Keine Spielchen, Stobart. Ich weiß, dass Sie ihn haben. Sie haben ihn aus dem Safe gestohlen. Ach so, der Schlüssel Salomos. Wieso haben Sie das nicht gleich gesagt? Her damit! Würden wir ja gern. Aber... Wir haben den Schlüssel gerade nicht bei uns. Wir haben ihn zu Hause gelassen. Sie haben ihn also nicht? Nein. Das ist schade. Sehr schade. Tja, tut mir leid, dass Sie die weite Reise umsonst gemacht haben. Oh, die Reise war nicht umsonst. Gut. Ich wollte Sie sowieso töten. Los, George. Nichts wie weg hier. Ich hab's vermutet. Oh, wow, 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 wow. Das war knapp. Das kannst du laut sagen. Komm, George, wir müssen uns beeilen. Leg sie weg hier. Wir müssen los! Wohin? Zum Hauptbahnhof. Wohin denn sonst? Bringen Sie uns nur hier weg. Jetzt, wo du wieder da bist, George, könntest du mir einen geschäftlichen Rat geben. Ich muss mal wieder was anderes machen. Ich will das Taxifahren aufgeben und mich... Nach was anderem Unsinn, wollte er sagen. Und dein Gesichtsausdruck, als die Stacheln herausschnellten. Da siehst du, was passiert, wenn du André auch nur 5 Minuten allein lässt. Nico, es tut mir leid, ich... André, was ist passiert? Irgendwelche Kerle, sie haben die Wohnung verwüstet. Aber warum? Sie wollten den Schlüssel Salomos. Wir haben gesagt, wir hätten ihn nicht. Oh, du Ärmster. Ach, die paar Kratzer wirst du schon überleben, André. Aber wo ist Bruno? Sie haben ihn mitgenommen. Und du hast das zugelassen? Moment mal, George, ich war bewusstlos. Wahrscheinlich eher mutlos. Was macht der denn hier? Als ich zu mir kam, stand er da. Seitdem telefoniert er ständig. Wer ist das überhaupt? Ein echtes Bullenschwein, ein Blödmann, ein Idiot, ein aalglatter, holzköpfiger... Aha, der Polizist, der dich eingesperrt hat. Mutig ist er, das muss ich ihm lassen. Und was soll das wieder heißen? Also erzähl uns von den Kerlen, die dich zusammengeschlagen haben, André. Einer war ein richtiger Gorilla. Ich glaube, sie nannten ihn Flap. Flap? Cesaros Männer. Sie haben vielleicht Nerven. Das ist eine Grundvoraussetzung meines Jobs, Mademoiselle. Ich sollte sie rauswerfen. Wie Sie wünschen. 2 Tage lang haben Sie mich eingesperrt. Das hat man mir berichtet. Heißt das, Sie wussten es nicht? Ich wurde mit einem anderen Fall betraut. Und warum sind Sie jetzt hier? Jemand hat die Akte Collar von meinem Schreibtisch gestohlen. Ich dachte, sie seien vielleicht in Gefahr. Also, hat derjenige, der das hier angerichtet hat, eine Kontaktperson bei der Polizei? Mehr als eine. Erinnern Sie sich an den roten Sportwagen, Mademoiselle? Alle Informationen darüber sind plötzlich als geheim eingestuft worden. Susaro hat also mächtige Freunde. Susaro? Er ist ein mächtiger Mann. Ein Einsiedler. Ein Sektenführer, über den ich mal einen Artikel geschrieben habe. Das hat er mir wohl übel genommen.
Jedenfalls hat er einflussreiche Verbindungen. Ein Mann, auf den die Beschreibung Ihres Monsieur Ostwald passt, wurde vor wenigen Stunden durch den Zoll am Flughafen geschleust. Obwohl er offenbar unter Drogen stand, hatten die Zöllner Befehl, ein Auge zuzudrücken. Wo wollten Sie hin? Sie stiegen in einer Maschine nach Prag. Was in aller Welt hat Susaro in Osteuropa zu suchen? Offenbar handelt es sich um eine Verschwörung. Nicht nur in meiner Abteilung, sondern im ganzen Polizeiapparat, vielleicht sogar landesweit. Mit Ihrer Erlaubnis, Mademoiselle, ich möchte meine Hilfe anbieten. Das ist sehr nett von Ihnen, Herr Inspektor. Nein, keineswegs. Es ist meine Pflicht. Könnten Sie in Ihren Datenbänken nach Susaro suchen? Wohnort, Gewohnheiten, solche Sachen? Natürlich. Ich fange sofort an. Aber es ist aber doch nicht ganz... Warum hast du ihm nicht gesagt, was wirklich los ist? Damit wir noch verdächtiger erscheinen? Nein, vielen Dank. Nun glaubt er sogar, dass er uns hilft. Was ist jetzt wieder los? Was ist, wenn es diese Schläger sind? Ich glaube nicht, dass die anklopfen würden, André. Beatrice! Bonjour, Mademoiselle. Hoffentlich störe ich nicht. Ich muss mit Ihnen reden. Natürlich, kommen Sie herein. Wer ist denn diese Schönheit, George? Du meinst, wer hat die denn ausgegraben? Wie? Ach nichts. Du kennst sie also nicht? Ich hatte nie das Vergnügen. Darf ich vorstellen? Das ist George und das ist André. Sehr erfreut, Sie kennenzulernen. Hi. George ist Amerikaner. Wahnsinn! Roswell, Kennedy, die Mondlandungen. Richtig. Drei unserer größten Erfolge. Das ist Beatrice. Sie war Vernons Freundin. Gibt es etwas Neues? Wissen Sie schon, wer... Er wurde von einer gewissen Petra umgebracht. Sie arbeitete im Auftrag einer Geheimgruppe. Weiße Rassisten, was? Noch schlimmer, Größenwahnsinnige. Klingt unheimlich. Eigentlich geht es nur um einen Mann. Er heißt Susaro. Er leitet eine Gruppe, die man früher die Neo-Templer nannte. Vernon hat oft über die Templer gesprochen. Wer waren sie? Der Templerorden wurde vor über 800 Jahren im Heiligen Land gegründet, um die christlichen Pilger vor den muslimischen Armeen zu schützen. Die Zahl der Templer wuchs und sie wurden so reich, dass sogar Könige zu ihnen kamen, um sich Geld zu leihen. Aber auf dem Gipfel ihrer Macht gerieten sie mit dem König von Frankreich in Konflikt. Er ließ sie ergreifen und der Inquisition übergeben. Der letzte Großmeister wurde 1314 bei lebendigem Leibe verbrannt. Aber Sie glauben, es gibt sie immer noch? Einige Gruppen, ja. Und die haben mein Kleid Schnucki umgebracht. Haben Sie das? Wir wissen nicht mit Gewissheit, dass es die Templer waren. Vielleicht wollen sie uns alle umbringen. Mich haben sie angegriffen. Sehen Sie, hier. Ach, Sie Ärmste. Aber sie haben sie bekämpft. Sie leben. Sie müssen sehr mutig sein. Tollkühn vielleicht. Oder vielleicht auch nur blöd. Sie haben recht, Beatrice. Wir sind hier nicht mehr sicher. Ich bin in Vernons Wohnung gezogen. Sie könnten bei mir wohnen. Hört sich gut an. Moment, wir müssen etwas wegen Bruno unternehmen. Wie? Wir wissen nur, dass er nach Prag gebracht wurde. Dann sollten wir genauer herausfinden, wohin in Prag. Und wie sollen wir das anstellen? Erinnerst du dich an das Theaterbüro? Das mit dem schießwütigen Gorilla? Offenbar gab es dort Dinge, die es wert waren, dass man sie verteidigt. Glaubst du, wir könnten dort einen Hinweis finden? Es ist einen Versuch wert. Ich gehe hin. Du bringst unsere Sachen in die Wohnung von Beatrice. Dabei helfe ich. Und buchst uns Flüge nach Prag. Warum soll gerade ich das machen? Weil du der mit dem Geld bist, George. Bevor wir überhaupt irgendwo hingehen, Beatrice, es gibt eine Botschaft auf einer DVD. Die sollten Sie sich ansehen. Oh, die haben echt an alles gedacht. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier wieder einen Cut. Wir sind wieder im Theater und mal sehen, was uns das nächste Mal erwartet. Die ganze Geschichte, die da erzählt worden ist, wurde auch schon in Baphomets Fluch 1 erzählt. Das finde ich super gut, dass sie es wieder hochgeholt haben und auch alles so wieder detailliert erzählt haben. Ich bin mega gespannt, wie es weitergeht und ich freue mich schon richtig drauf. Bis zum nächsten Mal. Bis bei Let's Play Baphomets Fluch, der schlafende Drache.